So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Folge, mit wo wir, also Phil und Sagadi, Magica, 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 whatever, spielen. Oh mein Gott, oh mein Gott, du hast dich gekillt. Wie hebe ich dich auf? Wie hebe ich dich auf? Ich weiß es nicht, wie hebe ich dich auf? Revive, Revive ist da. Revive, Continue, nein, Revive, da, Revive. So, es fängt auch schon gleich actiongeladen an, quasi. W, A und... Tada, da ist er wieder. Wie das Schwert aus meinem... ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen resistent gegen... Fremde Heilung, ja? Sieht so aus. Und ich habe generell mehr Leben. Genau. Nee, ich glaube nicht, dass ich generell mehr Leben habe, sonst hätte mich das nicht gekillt. Liegen jetzt deine Sachen zweimal da? Mhm. Okay, voll duping könnte man machen, oder? Ist das so gedacht? Ja. Dass man, dass jeder die Items haben kann. Nee, aber du kannst, das kann man ja auch bei späteren machen, nehme ich an. Nee. Oder ist das so gedacht? Okay, also du es liegen nur... das, was du dabei hast. Und startest mit dem Anfang des Equipment. Dass wenn du jetzt sterben würdest, hättest du das Schwert und den Anfangsstab. Ach so, du hast deine Anfangssachen da rausgeworfen. Warum sehen die dann genauso aus wie das, was du hast? Weil ich noch nichts anderes gehabt habe. Ah, okay, verstehe. Gut, passt. Hab noch nichts anderes aufgehoben. Gelöst. Na gut, dann gehen wir. Der stand auf wie sonst was. Der voll. Fällt nicht um. Level complete. Toll, das hättest du mir sagen können. Hätten wir in der letzten Folge noch das Stück laufen können. Keine Ahnung, ob das mit dir so geil klingt. Es klingt richtig geil. Es ist Englisch in keine Ahnung welchem Akzent. Der Fische flatt. Voll. Oho, ich mit meiner Expertenmeinung. Oh, da ist er. Geh nicht in die Sonne, du verbrennst! Das ist echt doppeldeutig. Ja, sie ernähren uns. Wie ernähren sie dich, ist die Frage. Aber ja, er hat noch nie gesehen, wie Goblins etwas so Großes überfallen haben. Ein kleines Haus, ein winziges. Okay. Für mich sieht das aus wie ein Ziegelstein. Könnte natürlich auch sein. Gibt's da noch irgendwas? Ich glaube, ich passe mich ein bisschen meiner Rolle an. Ich bin nur so gesehen der Lichtkind. Au, au, au! Warte, warte! Muss irgendwas machen! Ich verlangsame mich einfach mal. Das ist immer gut, wenn man sich verlangsamt, sondern hat mehr Zeit für Überlegungen. Oje. Ich hab keine Ahnung, was mein Schwert Nein, macht. Nein, E ist, glaube ich, blöd. Okay, ich hab irgendwie einen Blödsinn gemacht. Gut. Nice. Bin überfordert. Q. S. Und. D. Probieren du wir einfach mal. Nicht vorbei. Okay, irgendwas Komisches habe ich da gerade gemacht. Und ich habe mich nass gemacht. Warte, also ich muss mich... Oh, warte. Oh mein Gott. Und... ich bin immer noch nass. Du hast dich nass gemacht und in dem Moment habe ich schon geschossen. Eieiei. Das ist ja das pure Chaos. Kein Problem, ich habe mehr Opfer. Gut, ich muss irgendwas anderes probieren. Dann probiere ich... Er ist. Wasserball. Okay. Ich hoffe, du bist jetzt mal nicht nass. Okay, ich. Ah, Emma, ah, 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 ah
Na, ja, das ist Burn! Okay. Okay, R. R, S und noch irgendwas Nettes. Q. Ups. Verzauberte Eisscherben. R, S, Q. Toll, ich schieß irgendwo hin. Kann dann doch lieber. Ups. E wollte ich gar nicht. R, S. Boah, wir haben überlebt. Ich kann es gar nicht fassen. Hey, wenn du so oft wie es geht, R und Q spammst, also dass du halt Eis hast, auflädst und hast du den richtigen Eis-Minigun-Ding. Also R und Q und aufladen, oder was? Also so oft reinhauen, wie du es kannst, damit du Eis hast. Krass. Okay. Oder gib dir mal die Reichweite. Okay, dann werde ich mir mal. Ich finde R und S ganz praktisch, weil es vereist, glaube ich. Das könnte man auch missbrauchen. Okay, das Ouch. Ist ja geheilt, aber. Sollte dich eigentlich mehr heilen als Schaden zufügen. Hier geht's weiter. Also, hier geht's hauptsächlich weiter, aber hier geht's zu einem. Okay. Oh, Büchlein! Und den Zauber, den liebe ich sehr, sehr. Rain! Was ist das zweite Symbol? Genau, Eis? Das haben wir nie gecheckt. Wir dachten auch, das wäre Frost. Aber es ist nicht Frost. Es ist Wasser und Eis, oder? Nee. Das sieht nämlich so komisch aus. Wir haben das ewig nicht herausgefunden, was das ist. Und was ist das? Dampf. Ach so! Also, dann. Wasser und dann Wasser. Was nehmen wir mal einen Drink? Feuer. Boah! Wie cool! Blitzmagier schwören auf den Zauber. Was passiert? Warte kurz, lass mich an. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr. Ich glaube, wenn du den Zauber wirkst, kann es sogar sein, dass du feuerimmun bist. Also du kannst ja nicht mehr verbrennen, sozusagen. Ups. Was sie allerdings real gemacht haben, den Zauber kannst du nicht wirken, wenn du in einer Höhle bist. Ja, voll. So, und jetzt E und A. Jetzt bin ich immun gegen Blitz. Oh, nicht lang. Kannst du nicht machen. Warum? Wenn du jetzt A machst, mach einmal. E, A. Oh, mein Leben! Mein Leben! Zu. Mein Leben! Übrigens, sehr genau, du kannst keine Zauber auf dich wirken, wenn du dein Schutzschild dann hast. Ah! Weil dann wirst du alle Magien ab. Das ist sozusagen ein Anti-Magie-Schutz. Okay, verstehe. Gut. Das ist auch ein bisschen buggy. Wir sind jetzt noch nass vom vorigen Regen. Au, 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 au! Echt? Dass das so viel Schaden macht. Oh nein, ich hab den Gegner geheilt! Oh mein Gott! Okay. Die Obliviosa. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr geiler Team-Angriff gegen stärkere Gegner, vor allem. Zuerst machst du ihn nass, dann gefrierst du ihn. Während der eine Spieler den gefriert, ladet der andere ein starkes Erdprojektil auf. Weil, wenn er nass ist und gefroren ist, dann ist der Schaden unendlich stark. Okay. Den kenne ich gar nicht noch. Habe ich dich angezündet? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, ich bin nass.
Na gut. Hauptsache, wir retten ihm quasi sein Leben. Und er will nichts von uns hören. Frechheit. Voll. Was hast du Cooles an? Oh, er hat so einen Riesenkopf. Und einen Stock. Ah nee, doch nicht. Aber Hauptsache, wir müssen freundlich sein, weil sie uns ernähren. Zündet euch gleich alle an, so freundlich werde ich sein. Weil die Trupp. Ja. Villaging. Okay. Easy peasy. I should put on my bathrobe and prance around in the forest. Wie geil. Ja, und? Hast du was gegen meinen schönen Bademantel? Jeder kann tragen, was er will, aber egal. Ich sag doch, jeder kann tragen, was er will. Hörst du nicht zu, Frau? Oh, sie sind so nett, die Dorfmenschen hier. Natürlich. Das könnte sogar stimmen, dass sie dich alle kriegen wollen. Das sind doch mal Gerüchte. Run to the hills, run for your lives. Für die, welche es kennen, welche Iron Maiden hören. Oh, pass auf mit deinem Feuer. Der hat nämlich Bomben und wenn du das anzündest, dann machst du Bumm. Warte. Auch eine Idee. Feuerball! Ui, alle Neuen, würde ich sagen. Ah, fuck! Kommst nicht vorbei! You shall not pass! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Brauch Unterstützung! Erstmal Pin anmachen. Ich weiß nicht, was ich machen soll! Oh mein Gott! Bomben! Okay. Was gebe ich dazu? Feuer ist immer gut. Aua! Pikachu! Hoppala! Nicht du! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Wie mache ich Wasser? Wasser! Oh mein Gott! Kuh! Auf mich selbst! Jetzt bin ich nass, jetzt muss ich mich an, jetzt muss ich mich feuern. Oh mein Gott. Ja, übrigens, wenn diese Viecher, die werfen ja so Bomben. Ja. Die kannst du auch zurückwerfen mit dem Zauber. Nice. Da kommt raus, Schweineviecher. Warhammer. Hammerhart. Au! 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 Das ist wie in 7 Days to Die. Egal wo du stehst, du triffst immer eine Fackel. Egal, ob sie hinter, vor dir, neben dir ist. Aber versuche, einen Zombie zu treffen. Oder eine Leiter. Fackeln und Leitern triffst du immer. So ist es. Ich selbst nicht. Geh, warte, dann machen wir unser... Ja... Weil der Bildschirm nicht so rüber geht. Ein bestimmter Schutz. Naja, geht, glaube ich, nicht mehr so wirklich weiter. Nicht wirklich. Aber wir sind fleischige Zauberer, wir kommen überall hin.
selbst in die Hölle, wenn man davon redet. Okay, Herr Nicht-Vampir, machen wir. Okay. Aber was dachtest du sonst, was wir machen, ne? Klar schaffen wir alles. Noch mal ein bisschen Rust. Passiert da was? Bisschen Rust. Nein, aber ich meine, passiert da was? Okay, wir klopfen. Müssen uns sehr... Lol. Und verschwunden ist er. Hat der Herr Nicht-Vampir. Checkpoint! Wo ist ein Checkpoint? Oh! Ich glaube, es ist nicht deine Frau. Kleiner Tipp. Okay, sieht auch fast nicht aggressiv aus. Er weidet da gerade ein Elch aus. Hörst du auf, den armen Elch auszuweiden? Mit dem Sturz glaube ich nicht mal. Ja, das stört sich, glaube ich. Wow, wir haben ihn fast gekillt. Du bleibst schön eingefroren, mein Freund. Nice. Wir sind solche Pros. Oh nein, armer Elch. Das ist der König des Waldes. Revive. Dann lebe der König. Hey, warte mal. Hey, ist das... Ja, ich habe schon immer diese Klinge gesucht. Gram? Ich wusste, man kriegt sie irgendwo hier, aber ich wusste nicht mehr, dass man sie genau hier bekommt. Ich bin mit Excalibur ganz zufrieden. Das ist nämlich eine nutzlose Klinge. Eine was? Das ist eine nutzlose Klinge. sie hat nur einen Sinn. Und den spoile ich noch nicht. Okay. Wenn du diese Klinge lesen würdest, dann wüsstest du, wofür sie ist. Ich kann ja nicht lesen, wenn du sie anhast, oder? Genau. Das war der falsche Zauber. Aber er tut dir noch nichts. Lauf ich schon mal in die Richtung. Noch nicht. Okay, ich brauche Feuer und... Erstmal ein kleiner Pfeilschutz. Ups, brenne ein wenig. Weiß nicht, warum ich brenne. Warum brenne ich bei meinem eigenen Zauber? Ah, oh, danke. Weil er dich auch erwischt hat. Okay, na dann, womit können wir das Viech? SF Classic. Ich werd gekillt. Danke. Ups. Okay, wir wollen. Ich eigentlich nur eine Linie machen, aber okay. Ist auch geschafft. Oh mein Gott. Ich brenne schon wieder. Wie ist das passiert? Puh, das ist gar nicht mal so schlechte Typ. Okay. S und F. Wow, das nenne ich mal einen Kettenblitz. Au! S und A.
Nice, wir haben sie besiegt. Übrigens, beim Rückenzaubern ist die Kombination wichtig. Also nicht nur, dass du sie eingibst, sondern auch die Kombination, die Reihenfolge. Okay. Weil du kannst Strom nicht mit Wasser kombinieren. Aber du kannst den Strahl, also den Eisstrahl, den du mit Strom kombinieren kannst, kannst du mit Eis. Oder? Kannst du mit oder Dampf? Dampf, genau. Und wenn du das machst, dann machst du ihn sozusagen ja nass. Ja. Und dann kannst du auch mit Strom kombinieren. Und somit okay. machst du ihn nass und gleichzeitig verlierst du ihn. Es FWF, glaube ich. Nein, es ist einfach nur Feuer. Warte mal, was habe ich gemacht? Okay, also S F W F. Nein, Blödsinn. Hups, hups. Warte, es ist S, F und dann Q, F. So. Wow! Nicht so gut. Also. S, F, Q, F. S, F, Q, F. Nice. Like it. Zurückschmeißen. Wir waren siegreich. Oh, wie schön das hier aussieht. Bis auf die Eingeweide, die rumliegen und so. Die gibt es übrigens auch ein Ding. Bin gut, ich mir nur nicht sicher, wie ich diesen Felsbrocken wieder wegkriege. Oh! Ja, genau. Ich ziehe dort hin und schieß und triff dich. Okay. Na dann. Welches war Strom? Schnittstoff. EA. Ah nein, warum Strom? Mein Gott. ER und. Okay, Gott sei Dank war das nicht so. Oh. Gott sei Dank war das noch nicht so tief. Ach, stimmt, da war das. Ich kann mich, glaube ich, schon wieder erinnern. Bin mir aber nicht sicher. Bin ich schon wieder nass? Wasser ist eigentlich viel zu. Es ist ziemlich stark eigentlich. Also, wenn man. Es baut so einen starken. LOL. QRS. Hast du gerade die Eichhörnchen gesehen? Die sind aus wie Plastik. Nice. QRR. R S Übrigens, wenn du Eissplitter schießt, wird es nicht stärker, wenn du auflädst, sondern es wird nur gerader. Ah, okay. Das heißt, wenn du ohne Aufladen schießt, dann machst du einen Flächenangriff. Wenn du es aber eher auflädst, dann machst du es punktuell. Ich glaube, diese Klinge dürfte. Wie hast du nochmal die Eisdinger gemacht, die Eissplitter? Kannst du mal Eis mit Wasser kombinieren? Q. R. Damit du auch Eis bekommst. Wow! Okay, verstehe. Die Klinge da? Sword of the Masters. Sword of the Masters, Damage Type, Medium Physical. Shoots Arcane when Wielder is all full health. Is at full health. Okay, shoots Arcane. Du kannst es als Fernkampfangriff benutzen. Ah ja, ich habe nicht kein volles Leben. Danke. Wie cool. Wie. Ist ein starkes Schwert. Wie flashig. Richtig nice! Warte mal, normalerweise müsste das da abprallen, weil es ja eigentlich Arkan ist. Ja. Doch nicht. Nicht?
Welchen müsst ihr ja gerade abtragen? Okay, liebe Zuschauer, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und schaut rein bei der nächsten Folge von Phil und Sagadi spielen Magica. Und sorry für das R, immer noch unsicher wegen der Aussprache. Bis dann!